Herzlich willkommen zurück zu News Super Luigi Bros. U Deluxe, oder besser gesagt, das Bros muss weg, aber willkommen zum beschissensten Level meiner Meinung nach im gesamten Spiel, sondern Paracave, Paranoia. Dieses Level ist komplett dreckig, Müll, alles scheiße. Falls ihr euch fragt, ich habe leider das Spiel nicht richtig abgespeichert, das heißt, ich dürfte das Geisterhaus nochmal gerade eben spielen. Deswegen kann es sein, dass ich eventuell jetzt ein bisschen Änderungen habe, zum Beispiel, dass ich jetzt groß bin, aber es ändert jetzt eigentlich, glaube ich, gar nichts. Muss ich jetzt mal sagen. Okay, scheiße. Oh! Scheiße, nein. Okay, wir nehmen die Starcoin gleich mit. Ah, da ist der Pixel Luigi. Wir dürfen das Level zweimal spielen. Scheiß drauf. Digi! Was weh? Okay, erstmal ganz kurz gerecht, dass es das beschissenste Level im ganzen Spiel sind. Und was mir gerade auffällt, müssen wir nicht mal Mopsy generell wieder mal insgesamt, sagen wir mal, spielen, weil ich glaube, Mopsy fehlt uns wirklich seit ein paar Welten. Da ist ein One-Up drin. Was ist hier? Ja, gar nichts. Also, man kann eigentlich schlecht down gehen, wenn man immer die P-Switches einsammelt. Würde man meinen. Ach. Jetzt weiß ich, warum ich dieses Level abgrundtief hasse. In egal ob New Super Mario Bros. U Deluxe oder Luigi U oder in irgendeinem anderen Spiel. Und Leute, tut mir leid, ich gehe auf P-Chat, auch wenn das jetzt richtig noobig ist, aber für mich ist das Level einfach nur scheiße. Dieses Level ist einfach nur Bullshit. Aber die einzigste Hauptsache ist, dass man nicht sterben kann, gefühlt. Also, wirklich, du kriegst ja gefühlt immer ein One-Up. Und das ist beachtlich, muss ich ganz ehrlich sagen. Obwohl, es ändert jetzt eigentlich gar nichts jetzt mehr, weil wir haben nicht mal P-Chat. Okay, es könnte sein, ich muss meinen Ton anpassen, weil ich habe meinen In-Game-Sound viel zu... Scheiße. Ja gut, komm, wir machen noch einen Versuch, sonst cutte ich euch mal den besten Versuch rein, den ich in den nächsten paar Stunden hinkriegen werde. Ich meine wirklich, in den nächsten paar Stunden, ich habe wirklich Gefühl, dass es Stunden dauert. Und wir haben sehr früh am Morgen mal ein Wunder für mich. Dass ich mal früh morgens aufnehme. Okay, mit P-Chat kannst du ja richtig Leben farmen, aber richtig. Jetzt habe ich P-Chat. Aha, ist das eigentlich gut, P-Chat? Ich weiß es nicht. Ja, also hier Leben zu farmen. Glaube ich. Kein Hindernis, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, was ist das denn jetzt? Hier ist der Pixel Luigi, Leute. Ja, keine Ahnung. Leute, ich schneide euch jetzt den besten Versuch rein, weil ich habe keine Ahnung, wie ich die letzte Starcoin kriegen soll. Die ist nicht von Menschen erschaffen worden. Würde ich sagen, also eventuell muss ich gar nicht schneiden, je nachdem. Also ich würde sagen, wenn ich jetzt nicht schneide, dann bis gleich oder ja, bis gleich.
Holy shit, das war echt knapp. Und das muss ich sagen. Leute, ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. Der zweite Versuch nach dem Cut. Ihr habt gesehen, wie scheiße das ist. Und wir haben sogar eine Schnappzahl. Wow. Das ist... Ganz ehrlich, das verdient wirklich eines der schwersten Level in der Ranklist. Oh, die Zuckerwattenworten, die Wolkenwelt, besser gesagt. Ach, die wird mich richtig ab Spaß machen. Natürlich meine ich, alles gut. Ich denke, wir fangen Mobs hier einfach nach der Dschungelwelt, je nachdem, im nächsten Part oder im diesen, je nach, keine Ahnung. Aber Toadette, also ich könnte das ganze Game jetzt mit Toadette durchspielen, weil die hat einfach Leben. Nehmen wir an, Dschungel 4, gemalt von Meisterhand. Stimmt, hier gibt es halt zwei Secret Exits. Okay, die müssen wir also suchen, wieder die Secret Exits. Ich habe nur Angst bei so vielen Röhren und Röhren ist kein gutes Zeichen, Leute, das wisst ihr. Eine Feuerblume kann echt gut sein. Okay, nein. Aber das war meine Dummheit, muss ich ganz ehrlich sagen. Irgendwie habe ich das Gefühl, wir kommen in diesem Part gar nicht voran. Weil wir echt nur beschissene Level kriegen. Das war knapp, muss ich ganz ehrlich sagen. Hier. Ja, hier kann ich ja irgendwo immer rein. Okay. Secret Exit. Also ich denke, irgendwie der Secret Exit müsste auffällig sein. Ich denke jetzt hier nicht irgendwie in eine Röhre. Das wäre zu unauffällig. Ja, wir können sagen, das ist der beschissenste Part, den ich jemals aufgenommen habe. Also mit den Level-Techniks. Weil das sind einfach nur Schmutzlevel, die heute gerade rum. Schmutz, Schmutz und nochmal Schmutzlevel. Die kannst du in die Tonne kloppen, die braucht kein Mensch. Ich glaube, die letzte Starcoin lassen wir auch einfach da liegen für die, wie heißt das, für den Secret Exit. Dann hole ich mir einen Propellerpilz oder sowas mit Toadie. Machen wir das so. Ja, ja, machen wir wirklich so. Oder Toadette kommt nochmal zum Einsatz, weil ich anscheinend echt langsam zu dumm bin dafür. Ich denke nicht, dass sie hier irgendwo eine Secret Exit hin tun. Hole ich gleich. Doch, safe. Da ist das safe. Fressen Besen, wenn er da nicht ist. Ja, safe. Das hat man gesehen. Oh, die Luigi-Referenz. Ich wusste nur, dass die in der... im Secret Exit ist. Nur ich wusste nicht, wo das Secret Exit ist. Na, ich glaube, wir müssen uns Propellerpilz holen für den Toadie. Ja, komm. Wir machen wirklich kein Drama raus, wir machen jetzt einfach einen Propellerpilz. Und wir kommen endlich zu der anderen Seite, endlich mal wieder schöne grüne Luft. Ja.
Weil der ist groß. Na, ist egal. Dann versuchen wir es noch einmal, sonst schneide ich euch das auch rein. Eventuell ohne Propellerpilz, je nachdem. Aber jetzt sind beide groß, das finde ich erstmal gut. Ja. Ja, also das ist echt scheiße. Nee. Okay, dann würde ich sagen, wir schneide ich das nochmal für euch rein, damit der Part jetzt nicht eine krasse Überlänge haben und damit wir nicht nur drei Level gefühlt im Part haben. Dann sage ich mal, bis gleich. Leute, ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. Ich hab Pichett genommen, weil ich dachte, ich nehme die Krone. Aber nein, ich hab's doch ohne geschafft. Aber ihr müsst denken. Ich glaube, dieser Part geht gerade vielleicht mal 10 Minuten gerade. Aber es ist schon das Dreifache. Ich weiß nicht, was das Problem war. Aber ich hab so oft gefällt bei diesen einfachen Level. Ich weiß nicht, was heute los ist. Also vielleicht mache ich gleich einfach Pause und mache die Aufnahme nachher weiter. Naja, versuchen wir es einfach. Limonaden-Dschungel 5. Tauchgang der Gesichtsfelsen. Und das darf mal wieder Luigi ran, weil Luigi ist groß und ja. Ich weiß nicht, was heute los ist. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Was? Was? Nein, das ist nicht Secret X. Also Luigi, nachdem du das geschafft hast. Aber das sah mir eh schon komisch aus. Bei Gesichtsfelsen muss man immer Stampfattacke machen. Immer. Na gut, eventuell sind die ersten zwei Level... Ja, scheiße, aber vielleicht kommt Luigi jetzt richtig Saiyajin-Move. Aber Unterwasserlevel, ihr wisst, wie ich dazu stehe. Oh! Pass drauf, ist nicht schlimm. Was ist hier? Nix. Ist auch safe fast, oder? Nein. Ja. Hier muss doch safe noch irgendwas sein. Oh Scheiße, oh Scheiße. Digi, nein. Ich sehe es schon, ich werde diesen Part 10 Stunden schneiden müssen. Weil ich fand den ersten Versuch gerade nicht schlecht. Letztendlich war das meine eigene Dummheit. Schon wieder mal. Es kommt mir heute ein bisschen öfters vor. Naja, habt ihr ein paar Stunden Fails? Obwohl, sind die schön? Ich weiß es nicht. Ey, Brody. Also, Luigi, mein Bro. Bisschen langsamer agieren, bitte. Einfach durch, einfach durch. Nicht durch. Warten, durch.
Ist mir egal. Ich bin noch durch. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Da unten ist safe, war safe. Komm, mach schneller, komm. Hä, wo ist denn was? Aber wisst ihr was, Leute? Damit Mopsi mal auch mal wieder in Erscheinung tretet. Ich weiß nicht, wann ich Mopsi das letzte Mal hatte. Lass mal heute mal jetzt daran, weil ich weiß nicht, wo die Starcoin ist. Heute ist eh ein kleiner Pechtag. Deswegen denke ich mal, Mopsi, du bist heute mal wieder ein bisschen an der Reihe. Weil so schlimm ist es jetzt auch nicht. Weil wenn ich zerquetscht werde, bin ich genauso wie Mopsi tot wie Luigi oder so. Oh, ich habe auch Mopsi benutzt, um das Geisterhaus nochmal zu beenden, damit ich natürlich... Weil ich müsste das ja nochmal machen, weil ich ja verkackt habe zu speichern. Aber es ging schnell. Es ist schon ein bisschen overpowered, muss man ganz ehrlich sagen. Das will er sogar hier runter? Nee. Okay, aber wo? Ich sag mal, sammelt hier die Starcoin ein. Weißt du, ich habe eine Überlegung, ist gerade. Wieso? Oh, und hier ist sogar der Pixel Luigi. Okay, das hätte man eigentlich drauf kommen können. Aber da unten, unter der Röhre, das war so verdächtig, muss ich auch sagen. Deswegen habe ich gedacht, ja. Da muss was, ja. Aber egal, ich habe es geschafft, sondern relativ schnell sogar. Mal besser als das vorherige. Ja. Na gut, also 3 Level bisher. Also ich habe nichts zu beklagen. Also Pilzhaus können wir endlich mal wieder einsammeln, weil wir wieder Platz haben. Das ist Hauptsache das Positive. Ey, das sind aber auch nur Schmutz-Items. Den Mond. Luigi nehme ich den Mond. Nein. Scheiße, ich weiß nicht. Scheiße. Okay, weil ich wusste, wo der Zweier hingelaufen ist, aber dann ist er so blöd drüber gelaufen, aber egal. Nichts Leben, weil wofür brauche ich Krone? Peach bekommt eh als erstes immer die Krone. Das ist ein bisschen lächerlich, muss ich ganz ehrlich sagen. Und damit wir einen Buhu-Kampf sehen oder vielleicht zwei, kämpfen wir gegen die. Komm. Das ist eine ganz schlechte Idee, überhaupt heute noch was zu machen. Na gut, ich muss eigentlich nicht kämpfen, aber einen Kampf will ich euch zeigen, Leute. Auch wenn ich komplett am Arsch bin gefühlt heute. Badadadadadidadam. Ja, was ist das? Wie soll ich denn hier agieren? Wie? Das geht gar nicht. Du kannst hier nicht agieren. Wir haben keine Zeit mehr. Nee. Ich gehe gleich aus diesem Raum und komme nie wieder. Das ist der schlechteste Part, den ich jemals gemacht habe. Egal ob Mario, Luigi, Bros, das ist der schlimmste Part.
jetzt weiß wer es, jetzt scheiß dich drauf. Ich hab schon die Thumbnail-Idee des Jahres. Okay, das sind auch die drei der... Alter! Okay, Leute, das waren auch alle drei Varianten. Das waren alle drei Varianten. Einmal, also die Stations. Ich habe die jetzt zwar nicht alle gespielt, aber komm. Und dass ich halt einen vierten Mini-Pilz habe. Fucked up. Der braucht vier Mini-Pilze. Ich werde vielleicht höchstens zwei insgesamt noch brauchen, gefühlt. Komm, Limonaden-Dschungel 6. Scheiß drauf. Brückenbau der Sumo-Brüder. Ich weiß nicht, wie lang der Part sein wird. Vielleicht wird das auch 30-Minuten-Part. Ich will auf jeden Fall eventuell noch die Dschungelwelt eigentlich gerne abschließen. Muss ich mal ganz ehrlich sagen. Oh, das habe ich jetzt gut gemacht. Oh, oh. Ich glaube, den Pixeloidi weiß ich auch, wo er ist. Ich weiß nicht, wie ich hier agieren soll. Okay. Ey, was? Okay, wir machen einen Plan einfach. Mein Herz bleibt langsam stehen. Ich weiß nicht, ob ich das überhaupt noch aushalten kann. Hier ist die Pixel-Luigi-Referenz. Achso, nein! Ich dachte, es kommt zurück, so wie Dim Dim, aber nee, es geht wahrscheinlich so. Och komm, jetzt... Ich will die Dschungelwelt auf jeden Fall heute abschließen. Kostet, was es wolle, auch wenn 10 Millionen Jahre jetzt noch kostet. Okay, das habe ich schon mal gut gemacht. Das habe ich jetzt auch mal ziemlich... Komm, komm, das machen wir jetzt Second Try. Hey, komm, wenn du das jetzt schaffst, Luigi, ich küsse dein Auge. Komm, jetzt noch ein Flughörnchen, komm. Nur weil es so lustig ist. Nee, wieder ein One-Up. Das mich aber fast umgebracht hätte. Ah ja, selber Fehler. Ja, es geht, wie ich das gesagt habe. Aber mit Eichelpilz überhaupt kein Ding. Machen wir noch den ganzen Dschungel fertig. Für die Fails müssen wir auch mal ein bisschen mehr reinbuttern. Ich bin überhaupt noch erfreut, dass ich noch kein einziges Mal Game Over gegangen bin. Limonaden, Dschungel 7, Wiggler, Wettlauf. Also extra Läufe habe oder sowas in der Art, weiß ich ja nicht, was es ist. Ah, ansteigende Suppe. Also seit wann ist Giftsuppe? Scheiße, ach du Scheiße. Du. Okay, scheiß drauf. Wir müssen erstmal weg.
Nein, es ärgert mich jetzt schon, dass da die Starcoin nicht geschafft habe. Die ist der Pixel Luigi. Das weiß ich durch natürlich, was ich erst nachschaue. Aber First Try endlich mal wieder ein Level mit First Try. Also dieser Part, der besteht aus Skill und Fail. Das kann man einfach nur so sagen. Und ich habe keinen Bock gegen Iggy zu kämpfen. Also weder in Splatoon, weder in Mario, weder in irgendeinem anderen Spielen. Wir müssen aber extrem schnell sein, fällt mir auf. Das ist das Blöde. Aber es hat geklappt. Es hat geklappt. Komm, Luigi, jetzt bitte nicht sterben. Scheiße. Okay, das war echt easy diesmal. Das Level ist tausendmal einfacher als die ganzen anderen Level. Weil gefühlt ist der Geisterwald halt wirklich irgendwie wäre, obwohl das eigentlich gar nicht so wirkt, einfach nur weil ich so dumm bin für diese einfachen Level. Das ist halt echt wirklich so. Limonaden-Dschungelschloss, Kettentherapie in Iggys heißen Sohlenfestung. Bitte, was ist das für ein Name? Ich glaube, hier ist sogar der Pixel-Luigi. Ja, sofort. Ach du Scheiße. Ja. Ah ja, fällt auf, das ist Lava. Einmal in den Lava springen und ich bin tot. One-Up. Mein One-Up. Nein, Spaß. Also, ich mache mir eher Sorgen um mein ganzes Leben hier, anstatt ein One-Up. Eine Frage, was ist da? Ja, da ist doch safe eine Star-Coin. Ja, ey, sag jetzt nicht, das Schloss ist einfacher als Iggys gesamte Festung. Wirklich, das ist das einfachste Level in dieser ganzen verblöden Limonaden-Dschungel, vergiftiges Gewässer, Schrott-Dschungel. Sorry, ja. Das habe ich jetzt First Try geschafft. Nicht mal ein Gegentreffer. Leute, da ist der Beweis. Ich habe einfach schwere Level, kann ich einfach besser spielen. Das war am Anfang echt nicht so. Am Anfang habe ich schlecht oder leicht oder schwer immer gefailt. Heutzutage ist es einfach so, schwere Level liegen mir mehr. Bam, 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 bam. Oh, das ist schon fies. Nee, ich dachte, man kann vielleicht so okay, jetzt müssen wir drauf springen. Aber ich finde, Iggys Lauf ist so dumm. Also nicht dumm. Also ich finde schon, Iggy ist einer der schwersten Quallinge. Weil seine Art zu laufen ist schon ein bisschen, kann man sagen, assihaft. Aber schon erschwert. Der macht das so. Sorry Leute, ich wollte ihn nochmal angreifen lassen, aber dass er da rausgeht, habe ich noch nie gesehen. Das ist mein allererstes Mal, dass Iggy nach einem Panzerauswurf wieder runtergeht und niemals nach oben. Was für ein Part? Hallo, also Nintendo, habt ihr vielleicht mein Spiel gehackt? Hackerangriff? Hallo,
Hört ihr mich? Habt ihr irgendwas geändert? Ja, wofür sind die wohl gut? Mehr sein, mir ist es schnurzegal. Mir ist das sowas von schnurzegal. Aber ich würde sagen, wo ist denn der Mops hier? Habe ich den immer noch nicht in der Sandwelt gefangen? Ja gut, Leute, deswegen habe ich auch keine Pia-Eicheln insgesamt. Na gut, Leute, dann würde ich einfach sagen, wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne ein Like da lassen. Und wer nicht verpassen will, wie der Steinhorror beginnt im nächsten Part, kann gerne abonnieren. Dann würde ich sagen, wenn ihr keinen Leiden mehr fehlen wollt, schaut mir im nächsten Part. Bis dann und ciao, ciao!